Der FC Schalke 04 hatte in der abgelaufenen Hinrunde nicht viel zu lachen. Nur Platz 13, lediglich 18 Punkte, Abstiegskampf ist angesagt beim amtierenden Vizemeister. Erlebe alle Highlights von Schalke 04 auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Um in der zweiten Saisonhälfte wieder zu alter Stärke zu finden, sind die Knappen derzeit auf der Suche nach schneller Hilfe, haben gleich mehrere potenzielle Neuzugänge im Visier. Dazu soll weiterhin Munir El Haddadi zählen, den die Königsblauen eigentlich schon abgeschrieben hatten. Sein Berater dementierte aber nun, dass man sich mit dem FC Sevilla auf einen Transfer verständigt hätte. Neben der sportlichen Talfahrt kamen seit Beginn der laufenden Spielzeit auch immer wieder Undiszipliniertheiten hinzu. Eine davon wurde erst jetzt bekannt und ereignete sich im November nach der 1:3-Niederlage in der Champions League beim FC Porto. Beteiligt: Franco Di Santo und Amine Harit. Angreifer Marc Huth, der mit großer Reputation im Sommer in den Pott gewechselt war, bislang aber ebenfalls enttäuschte, hat indes die Qualifikation fürs internationale Geschäft noch nicht abgeschrieben. Hier erfahrt ihr alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04. Das sind die wichtigsten Neuigkeiten am Donnerstag, Munir wieder Thema. El Haddadi Berater dementiert Einigung mit Sevilla. Der Berater von Angreifer Munir El Haddadi hat eine Einigung mit dem FC Sevilla dementiert, gleichzeitig aber bestätigte, dass der 23-Jährige dem FC Barcelona den Rücken kehren wird. Es gibt keine unterschriebene Einigung mit Sevilla, sagte Francisco Valdivieso dem größten Radiosender Spaniens, Cadena Ser. Es ist eine Option für uns, unterschrieben oder beschlossen wurde aber noch nichts. Somit ist auch Schalke 04 weiter im Rennen um den ehemaligen spanischen Nationalspieler. Wie die Tageszeitung Mundo Deportivo Anfang des Jahres berichtete, ist El Haddadi beim Bundesligisten ein Kandidat für die Offensive. Trotz Horror-Hinserie, Marco träumt weiter von Europa. Nationalspieler Marco träumt trotz der schwachen Hinrunde noch von einer Europapokalteilnahme mit dem FC Schalke 04. Den internationalen Wettbewerb habe ich noch nicht abgeschrieben, solange es rechnerisch noch möglich ist, sagte der 27-Jährige im Interview mit der Funke Mediengruppe, der Fokus liege aber zunächst darauf, den Tabellenkeller zu verlassen. Der Vizemeister ist nur Tabellen-13. Und hat lediglich 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wir sind in einen Negativstrudel geraten, eins kam zum anderen. Aber wir trainieren hart, arbeiten viel im taktischen Bereich und wollen uns verbessern, sagte Huth. Der Stürmer war nach einer Muskelverletzung erst vor wenigen Tagen ins Mannschaftstraining der Schalker zurückgekehrt. Ich spüre gar nichts mehr, sondern habe nur ein bisschen Muskelkater, weil ich nach wochenlanger Pause wieder richtig mittrainiert habe, so Huth. Monaco-Trainer Henry schwärmt von Naldo. Monaco-Trainer Thierry Henry hat von seinem neuen Abwehrroutinier Naldo, der aus Schalke ins Fürstentum kam, geschwärmt. Er hat mit Bremen und Wolfsburg einige Titel gewonnen, war auf Schalke Publikumsliebling. Er hat dort eine tolle letzte Saison gespielt, er schießt Tore und er hat vor allem viel Ruhe und viel Erfahrung, sagte Henry der Sportbild und fügte an, mit Erfahrung kann man den einen oder anderen Konter des Gegners verhindern oder stoppen. Naldo verfügt über diese langjährige Erfahrung durch seine Zeit in der Bundesliga. Er hat auch die Copa America 2007 mit Brasilien gewonnen. Sein Alter ist kein Problem und spielt für mich keine Rolle, seine Leistung, seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten sind entscheidend. Naldo über Schalke Abschied, es tut sehr weh. Naldo verließ Schalke Anfang Januar und wechselte zur AS Monaco. Der Sportbild offenbarte er nun seine Gefühle darüber. Es tut sehr weh, Schalke verlassen zu haben, sagte der brasilianische Innenverteidiger. Aber ich muss meinen Weg gehen. Ich bin ehrgeizig, fühle mich fit, ich will spielen.
Schalke, Harit und Dai Santo sorgten nach CL-Spiel für Eklat. Die Schalke-Profis Franco Dai Santo und Amine Harit haben nach dem Champions-League-Spiel beim FC Porto am 28. November wohl für einen Eklat gesorgt. Wie die Sportbild berichtet, gingen die beiden Offensivspieler trotz der 1:3-Niederlage und 5000 enttäuschter mitgereister S04-Anhänger unerlaubt auf die Piste. Punkt. Trainer Domenico Tedesco soll daraufhin der Kragen geplatzt sein, zumal bereits drei Tage später ein wichtiges Bundesligaspiel gegen Hoffenheim anstand.